Jetzt möchte ich mit euch mal richtig ans Sounddesign gehen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Drumkit bestehend aus Bassdrum, Hi-Hat und Snare. Und unsere Aufgabe wird es sein, dass wir dem eine richtig geile Bassline verpassen und generell ganz viele Soundeffekte und ein paar Soundflächen drumherum machen, dass der Beat klingt, als wenn das aus einem Guss kommen würde. Und da der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen überfordert ist, wie er denn jetzt eigentlich hier anfangen soll, irgendwelche Sounds zu machen, werde ich jetzt so eine kleine Herangehensweise erläutern und versuchen, die in der Praxis auch beizubehalten. Also ich werde grundsätzlich erstmal anfangen, hier in der vierten Hüllkurve erstmal den Klangverlauf zu formen, von wegen, okay, möchte ich eine Fläche haben, möchte ich eine kleine Bass haben und so weiter. Dann werde ich mich um die Klangfarbe kümmern und das werde ich dann hier in der Oszillator-Sektion machen, gegebenenfalls mit dem Modulationsoszillator oder schon irgendwelchen Filtern, die auf die Klangfarbe Einfluss nehmen sollen. Dann werde ich mich um die Filterung bemühen. Dann werde ich mich um den Verlauf kümmern, das heißt, ob ich jetzt mit irgendwelchen LFOs hier irgendwas modulieren möchte. Dann geht es in die Effektsektion hier und hier unten. Und dann werde ich mich um die Spielbarkeit kümmern, also mit den Makro-Control-Reglern, dass ich das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten kann. Das werde ich aber erst ganz zum Schluss machen, auch wenn ich alle Sounds hier schon fertig habe. Also ich habe ja gesagt, ich möchte hier dieses Drumkit ein bisschen veredeln und im Vordergrund soll auf jeden Fall die Bassline stehen und ich möchte alles andere drumherum bauen. Und deswegen werde ich dann die einzelnen Ideen hier alle festhalten in den einzelnen Spuren und mich hinterher dann erst um die Spielbarkeit mit den Makro-Control-Reglern und hier solchen kleinen Parametern kümmern. Also ich persönlich habe jetzt noch nicht den Algorithmus gefunden, wie ich jetzt hier total geil Sounddesign betreiben kann. Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen Disziplin und Faulheit. Auf der einen Seite versuche ich schon strukturiert ranzugehen, dass ich einfach mir auch selber bewusst mache, was ich da eigentlich mache. Von wegen hier, aha, am Anfang hier Lautstärkeverlauf machen, dann Klangfarbe kümmern, bla bla, schon kapiert. Aber manchmal bin ich auch einfach so voreilig und ja, fange einfach an irgendwas zu machen und ärgere mich dann hinterher, dass das nicht so ganz strukturiert ablief und dass ich da auch selber mir einfach kein System aneigne. Deswegen will ich das jetzt hier einfach mal mit euch gemeinsam machen, dass wir da so eine kleine Struktur reinbringen. Und noch etwas Allgemeines, also letztendlich kaue ich euch ja hier den ganzen Kram vor und ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit ihr selber das alles verinnerlicht habt und schon geile Sounds machen könnt. Aber wenn ihr jetzt merkt, okay, ihr habt irgendwie keine Ideen und ja, kriegt das gerade mal hin, so eine Bassdrum oder eine Snare zu machen und das ist irgendwie alles ein bisschen bescheuert, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch ja einfach mal Sachen von den Profis hier abgucken könnt. Also ich habe das so gemacht, ich habe mir irgendwelche Sounds aus Massive rausgesucht, sowas zum Beispiel. Und habe mir gesagt, hey, ich finde den Sound arschgeil, wie machen die das eigentlich? Dann habe ich hier angefangen, alles nach und nach auszuschalten und hinterher dann wieder alles nach und nach anzuschalten und währenddessen habe ich mir einfach Notizen gemacht. Zum Beispiel, welche Funktion Oszillator 1 hat, welche Funktion Oszillator 2 hat, wie die ganzen Modulationen hier aufeinander wirken. Und das hat mir persönlich am meisten gebracht. Da kamen auf jeden Fall immer wieder irgendwelche coolen Erkenntnisse, irgendwelche Ideen, wo ich dachte, boah, da wäre ich ohne diese Analyse niemals drauf gekommen. Und das hat sich dann sehr bezahlt gemacht. Also bei meinen eigenen Sounds flossen diese ganzen Einflüsse immer mit ein. Und daraus habe ich dann letztendlich so eine mechanische tägliche Arbeit eine Zeit lang gemacht, dass ich einfach täglich gesagt habe, hier, ich möchte einen Sound pro Tag analysieren, nehme mir ungefähr eine Stunde Zeit. Ist dann auf jeden Fall sehr mühselig, mechanisch und auch mit Disziplin verbunden. Aber letztendlich hat mir das auf jeden Fall am meisten gebracht. Also da kam dann, es war eigentlich ganz praktisch, denn ich habe irgendwie recht mechanisch das gemacht, ohne irgendwie bewusst eigentlich da zu sein, habe dann aber gleichzeitig voll viele Einflüsse sammeln können, die dann letztendlich wieder in mein Sounddesign mit einflossen. Also das hat sich auf jeden Fall gut gelohnt.